Ja, hallo Freunde, herzlich willkommen auf meinem Kanal auf Gustav Spielwiese mit einem neuen Psycho-Horror-Thriller-Game. Und zwar Survive, Forgotten and Abandoned, wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Ich glaube ja. Ich lese mal ganz kurz den Steam-Text vor, worum es hier geht. Der einzige Weg, eine Versuchung loszuwerden, besteht darin, ihr nachzugeben. Seit dem Ausbruch sind 6 Monate vergangen. Stanley Bell wird von seiner Vergangenheit heimgesucht und muss einen Weg finden, zwischen Halluzinationen und Monstern zu überleben. Ja, als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, was ist ausgebrochen? Wieder eine Seuche? Sind irgendwelche Zombies am Start? Oder hat der Stanley einfach an einer Klatsche? Man weiß es nicht. Ja, das Ganze ist vom Entwickler Teambar, von dem wir das auch gepublished. Und Veröffentlichungsdatum steht noch nicht fest. Das ist auf jeden Fall eine Early Access Demo, die sich jeder von euch da draußen auf Steam runterladen kann. So, das einmal dazu. Ich würde sagen, wir machen einfach ein neues Spiel. Ich habe noch gar nicht reingespielt. Settings können wir uns ganz kurz mal reinziehen hier. Video-Settings. Ist alles auf High. Na, Framerate weiß ich nicht. Hau die mal lieber auf 60. Fullscreen nehmen wir. Da laufen die Spiele eigentlich immer stabiler. Und gucken wir mal erstmal. Können wir hier noch die Steuerung mal ein bisschen? Maussensibilität vielleicht. Kamerasensibilität. Machen wir die mal gleich auf 0,7. Und gucken mal, wie weit wir dann kommen. Neues Spiel, ja. Viel Spaß auf jeden Fall bei dem Let's Play. Es wird erstmal bei Folge 1 bleiben. Mal gucken, wie das so ist, das Spiel. Hoffentlich scheiße ich mir nicht in die Hose. Wir werden sehen. Das Ganze sind wie immer live und ungeschnitten. Und ich würde sagen, auf geht's. Hello everyone. The New York City Police Department would like to remind you that backpacks and other large containers are subject to random search by the police. Thanks for riding with us. Okay. Ach, das ist das Spiel schon. Oh ja. Also, das sehe ich schon mal gleich hier. Wir müssen die V-Sync aktivieren. So, Grafikeinstellung. V-Sync. On. So, und ich glaube, die Input-Settings, da müssen wir noch ein bisschen runter. Also 0,5, glaube ich, war schon gut eingestellt. Und zurück. Wieder aufnehmen. Okay, wir sind hier irgendwo in so einer U-Bahn-Station gelandet. Und ja, es kann natürlich auch weiterhin technische Fehler hier haben, das Ganze. Okay. Okay, mit STRG kann man sich hier ducken. Bin ich so ein langer Typ? Ist der denn wirklich so ein 2-Meter-Lulatsch, der einfach nicht durchpasst? Das ist ja krass. Aber wobei die Lampe ist ein bisschen hier aus den Fugen. Wer weiß, was hier passiert ist. Ja, also wie gesagt, als ich den Steam-Text gelesen habe, wusste ich jetzt nicht, was mit dem Stanley los ist. Vielleicht ist ja tatsächlich eine Seuche ausgebrochen. Vielleicht war die Milch einfach schlecht heute Morgen. Ich glaube, da muss ich grafisch noch ein bisschen was machen hier. Wir müssen, glaube ich, mal alles mal auf Medium runterdrehen. Ja, Gushi ist immer noch ein bisschen erkältet. Leider Gottes. So, vielleicht reicht das ja jetzt. Wieder aufnehmen. Okay, warum ist das jetzt so dunkel hier? Warum ist das jetzt so dunkel? Ich werde mir jetzt nicht alles durchlesen. Wir machen das jetzt einfach mal hier. Ja, weiß ich nicht, warum ist das jetzt so dunkel auf einmal hier? Gehört das so? Man weiß es nicht, man munkelt. Habe ich hier irgendwas aus Versehen? Gut, vielleicht sind ja auch die Lichter ausgegangen. Haben wir hier eine Karte, wo wir lang müssen? Nein. Okay, also wir müssen einfach hier erstmal gucken. Ladies and gentlemen, due to an unexpected incident, the train departure from this station will be delayed shortly. We apologize for any possible inconvenience. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass hier gerade irgendein Zug fährt, aber gut. Due to an emergency, this station has been designated as a shelter. Okay. Please stay in the train and do not try to open the door by yourself. Our staff will come to assist. Thank you. Wir müssen hier. Ah, guck mal.
Okay, ich glaube, das ist Teil des Spiels. Okay, ich glaube, das ist Teil des Spiels tatsächlich. Also kann ich das alles auf Medium machen. Wir sollen ja Halluzinationen haben. Und das wird es wahrscheinlich sein hier. Unsere Halluzinationen. Okay. Ich wüsste jetzt nicht, wie ich das Schloss hier knacken soll. No Flashlight in Equipment. Habe ich denn Inventar irgendwo? Es kommt niemand. Finde einen Weg zu gehen. Vielleicht mit F? Vielleicht mit der Space-Taste? Okay. Also wir müssen wahrscheinlich hier raus. Das steht schon mal fest. Aber wir wissen ja gar nicht, wie wir das hier knacken sollen. Input Settings. Night Vision. Habe ich nicht, oder? Habe ich irgendwo unten? Nein, habe ich nicht. Kein Equipment dabei. Ja, mit linker Maustaste. Oder ich muss wirklich... Nein, so geht das nicht. Vielleicht mit rechts noch ein bisschen justieren. Also ich gehe jetzt mal stark davon aus, dass wir hier raus müssen. Ah, guck mal, wir können hier noch. Ah, okay. Okay. Uff, schwierige Geburt. Kein Licht am Start. Also orientieren wir uns mal nach den... Lichtquellen, die wir hier haben. Von da sind wir eigentlich gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob es jetzt hier weitergeht oder nicht, aber irgendwo müssen wir hier lang tuckern. Sieht auf jeden Fall anders aus, ne? Als vorhin. Eine Taschenlampe wird tatsächlich sehr nice. Okay. Okay. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Ich glaube, hier geht es nicht weiter. Wir sind auf jeden Fall aus dem Zug schon mal raus. Das ist schon ein bisschen unheimlich hier, ne? Hier vielleicht irgendwie Exit oder so? Okay. You are dead. Weitermachen. Was ist passiert? Weiß keiner so genau. Kann man das denn... Wir müssen hier wieder raus. Jetzt wissen wir ja, wie es geht. Wir sind ja schon ein richtiger Profi geworden hier. Aber dann ist hier verdammt dunkel vorne in der Sonne. Ich weiß hier gar nicht, wo vorne und hinten ist. Gleiche Stelle. Gleiche Stelle. Und ich würde sagen, aller guten Dinge sind drei. Das Ganze, ihr wisst es, live und ungeschnitten. Auf jeden Fall werde ich jetzt ein Schloss. Ein Schlossknackprofi hier.
Das ist schon leicht unübersichtlich. Okay, da bin ich auch tot. Also so oft bin ich lange nicht mehr in einem Spiel gestorben. Und diese Geräuschkulisse, die geht mir schon ein bisschen auf den Zeiger, glaube ich. Ja, ist so ein Horrorspiel, ne? Was? Okay, nicht das gleiche Schema wie eben funktioniert. Eieiei, also es ist nicht immer das gleiche Schema. Wird wahrscheinlich zufallsgeneriert hier. So, was ich noch nicht gemacht habe, ist nach oben gucken. Ich weiß echt nicht, wo ich hier lang gehen soll. Gerade wenn ich auch kein Licht habe. Vielleicht habe ich hier irgendwas übersehen. Ich weiß es nicht. Weil das ist die einzig vernünftige Lichtquelle. Auch wenn es hier nicht weitergeht. Ich weiß, dass es hier nicht weitergeht. Wir bewegen uns mal rückwärts dahin. Ach du Scheiße. Okay. Alter Schwede. Ja. War der Gedanke richtig? Eieieiei. Mein lieber Herr Gevatter, du. Ich sehe schon irgendeine Kreatur hier aus den Fenstern hier rausjumpen. Das ist ja Albtraum pur hier. Wir machen mal das gleiche Schema wie eben. Wir drehen uns mal mit dem Rücken zur Wand. Da. Da habe ich vielleicht eine bessere Sicht. Also Horroratmosphäre ist auf jeden Fall da. So viel kann ich schon mal sagen. Ich weiß echt nicht, wo ich hier hinlatsche. Du siehst hier ja nichts. Jetzt habe ich mich nicht verdammt. Jetzt habe ich hier schwarzen Bildschirm. Wir latschen einfach mal. Okay. Es tut sich einfach nichts. Nachtsichtgerät haben wir ja nicht dabei. Night Vision Kamera. Eieiei. Mal gucken, ob ich hier jetzt rauskomme. Okay, irgendwo bin ich hier gelandet. Keine Ahnung wo. Exit. Junge. Leck mich am Arsch, Alter. Leck mich am Arsch, sag ich nur. Hab ich mich verjagt. Okay, meine Zauberhose. Eins kann ich euch auf jeden Fall sagen. Das wird wahrscheinlich die einzige Folge bleiben. Eieieiei. So, Freunde der Sonne, was machen wir jetzt? Jetzt stehe ich hier da wie Max an der Sonne und weiß ehrlich gesagt nicht, ob ich dieses Spiel weiterspielen will oder nicht. Ich sage euch was. Ich würde sagen, das sollte es für Folge 1 gewesen sein. Ich habe mir fast in die Hose gekackt eben. Falls ihr mehr sehen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Muss aber nicht unbedingt. In diesem Sinne, ich hoffe, dass euch dieser Ersteindruck gefallen hat. Ich glaube, das ist wirklich was für Horrorfans und Leuten mit sehr, sehr viel Geduld. Na, ist jetzt kein mega grandioses Let's Play geworden, aber ihr seht ja selber,
alles ein bisschen dunkel hier. Und ich muss den Schock immer noch verkraften. In diesem Sinne, falls euch das Video doch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Wenn ihr mich neu entdeckt habt, würde ich mich natürlich über ein Abo freuen. Ab und zu spiele ich auch das ein oder andere Horror-Game, aber eigentlich eher nicht. Ich wage ab und zu mal einen Ausflug, wie heute, aber heute war extrem. Also das letzte Horrorspiel war Resident Evil, was mir gefallen hat, das aktuellste, The Village. Aber das hier ist hier schon eine ganz andere Nummer. Und ja, falls ihr, wie gesagt, mich neu entdeckt habt, würde ich mich natürlich gerne über ein Abo freuen. Ich mache viele, viele andere Games. Es muss nicht immer Horror sein. Und ansonsten auch gerne die Glocke aktivieren. Und ich glaube nicht, dass ich jetzt weiterspiele. Erstmal so. Ich muss jetzt erstmal auf Klo. Naja, in diesem Sinne, checkt das aus. Sergeant Gushy ist raus. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.